So. Captain Drake, Andy-Mission. Moment. Also Mission 15A. A15. A15, genau. Die braucht man. Okay, Day one. Load your tank into the lander and move it 5 south, 1 west, and drop the tank east. Dive your north sub to west 3 south. North sub to west and 2 west and 3 south. South. Genau. Das ist hier. Your remaining sub to west 3 south. Move your APC 1 west. And your artillery. Yeah? APC 1 west. Genau. Your artillery and mid tank south along the road and create 2 infantry. So, Day 2. Load the infantry into the APC, move it south. Begin capturing the city near your base with your remaining infantry. Move your lander 1 east, 5 north and create 2 infantry. Move your mid tank 2 south and your artillery 4 south. And attack the battleship from the east with your sub. Von Osten, das ist von hier. Move your remaining subs to west 3 south and attack the west infantry with your tank from the north. Tank from the west? Attack the west infantry with your tank from the north. Das war's dann. Ja. Okay, Day 3. Attack the tank with your mid tank from the west. The mid tank with the artillery. The battleship gives you a healthy sub from the north. And the west infantry with your tank from the north. And west infantry is the here with tank from north. This is here. Genau. Move your APC 3 south and drop the infantry west. Move your sub one west. Load your 2 infantry into the lander and move it 5 east 1 north and drop the infantry off. Sonst irgendwas? Moment. Also war ich mit 5 East, warte, nee, Infantry into the lander, move at 5 East, 1 North, and drop the infantry off, genau. Finishing capturing the city near your base. Yep. And create an APC in the west sector. APC west, okay. Okay. Mehr können wir nicht machen. Ja. Und da kommt der Tsunami. Gut, dass wir dafür einen Hyper Repair haben. Oh, und es regnet. Das ist immer so eine Sache bei ihm. Okay,
Nächster Tag. Mal schauen, ob wir es so machen können, weil der Regen kann alles vermiesen hier. Okay, use your co-power. Das war mir irgendwo klar, dass der kommt. Weil das Super-Tuning kommt immer am besten nach dem Tsunami. Attack the tank with your mid-tank from the south. From the south, okay. The battleship with your healthy sub from the south. And the infantry with your tank from the east. From the east. Move your artillery north and rise your sub west. Rise the sub west. This is here. Move your lander 1 south 5 east 5 west lander and lander 1 south 5 west. West and your APC south along the road. Begin capturing the southwest north and water. Begin capturing the southwest, northeast, and northwest by your base cities and create 2 infantry. Ich glaube mal, dass der das damit gemeint hat. Ja, yeah. By your base. So, nächster Tag. Okay. If it's raining on this day, start over from day 3. Nee, es regnet ja, nicht. Es regnet nicht mehr, denn Regen hatten wir letzte Runde, wo uns nichts ausgemacht hat. Zum Glück. Attack the infantry with your mid tank from the south. Infantry? Ja. Attack the infantry with your mid tank from the south. Genau. Ich weiß, was damit gemeint, wieso man genau die Infanterie damit angreifen muss, damit man ihn hier am Capturen hindert. Dann ich gehe mal davon aus, alles fertig capturen, was man fertig capturen kann. Oder? The infantry with your tank from the north. Haben wir? And the battleship with your sub from the south. Finish capturing northwest, southwest, and northwest cities, and load your 2 infantry into your lander and move it. And move 1 west, 5 south, and drop the 2 infantry off. So, war's das? Oder müssen wir noch was createn? Nee, das war's. So. Pack 6? Yep. Attack the battleship with your sub all the south. Begin capturing the 2 middle island cities. Doesn't matter which one. Day 7. Okay, dann war's das ja schon. Und es regnet schon wieder.
So, ich gehe mal davon aus, wir sollen ja fertig capturen. Genau. Das war's dann aber auch schon. Und capturen gehe ich mal von aus. Ja, die ersten beiden Inseln in der Mitte. Ende, ja. Für die Capturing. Kleine Siegesgabe. Kriegen wir den noch kaputt? Nö, schade. Ja. Wow. Die Mission macht so viel Sinn. Es geht nur darum, wer hier mehr besetzt. Dann kommt als nächstes Naval Clash. Warte, Moment, ich glaube, das ist die, für die ich keinen Guide benötige. Wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, ist es die, für die ich keinen Guide benötige. Weil es die einfachste Mission im Spiel ist. Ja, es ist die. Okay, ich brauche keinen Guide. Lass es mich einfach machen. Okay. Naval Clash heißt die. Ich muss ja nämlich gar nichts machen. Dann gehe ich schon mal auf A17. Ja. Oh, A17 ist ja schön cool. Ich skipp mal seine Züge ein bisschen. Angeblich gibt es eine Methode, wie man hier, wie man Drake hier in diesem Level sogar routen kann, aber da muss man Super Advanced Tactics auspacken. Mein Ziel dieser Mission ist es eigentlich nur, die Missileinheit, die ich hier in diesem Landeboot habe, dass die überlebt. Das ist das einzige Ziel dieser Mission. Und zwar, ich glaube, bis Tag 7 oder so, oder Tag 10, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ein paar Tage muss die überleben und der ganze Rest ist vollkommen egal. So einfach geht diese Mission. Und der S-Rang ist ja auch garantiert. Sofern man sie schafft. Einfacher hätte. Verstehe ich den Sinn der Mission nicht. Ich verstehe den Sinn dieser Mission auch nicht. Es ist die einfachste Mission, die dieses Spiel hat. Die ist nämlich in der normalen Kampagne genauso einfach wie in der Advanced-Kampagne. In der normalen sogar noch ein bisschen einfacher. So,
Unser Lieblingsflieger ist wieder unser Gegner heute. Also, A17 oder A18 kann auch... Wings of Victory. Ja, die von Andy auf jeden Fall. Devon, load your infantry into the transporter copter and move it to north and three east. Move your fighters northwest and west of your transport copter. Northwest und west. Yep. Das ist northwest. And das ist west. Your bomber north, your copter one east, 5 north, and your missile launcher and anti-air north. Day 2. Okay, die restlichen Einheiten brauchen wir anscheinend erstmal nicht. Day 2. Move your recon for east to north. For east and to north, this is here. If both fighters haven't moved, close up into your attack range, start over. Die sind in der attack range. Warte. Attack the west fighter with your anti-air from the west. And the east fighter with your two fighters from the south and east. From south and east. Ja. Moment mal, von Osten ist da. Okay, Moment. So, dann müssen wir es machen. Einmal hier. Luftgefechte mit Eagle. Zieht man normalerweise immer den kürzeren. Move your transport copter 3 east and your copter 5 east 1 north. Transport copter 3 east. 3 east. Okay. And copter wie viel? 5 east 1 north. Okay. Your missile launcher northeast along the roads. Mhm. And your rocket launcher to north one east. Your APC one north three east. And attack the anti-air with your bomber from the south. Okay. From this hall. Mit extra viel. Warst du schon? Ja, genau, es kommt der nächste Tag. Tag 3. Day 3. 3. 3. Das sind Eagles Armeen. Einmal mal zwei Fighter und drei Bomber in der Startarmee. Typisch Eagle. So, Day 3. Use your co-power. Yay, co-power. Attack the anti-air with your rocket launcher. Die anti-air mit dem rocket launcher. Das geht nicht, aber egal. Doch. Was geht? Ach, die anti-air, okay. Ja, ich hab jetzt nur die da oben gesehen. Die da hinten ist mir vollkommen übersehen. Warte, wo war ich Anti-Air with your rocket launcher. The fighter with your west fighter from the east. And Mac, if it's in your way. Mhm. With your bomber and warte mal. Ja. With your bomber and copter from the north and east. From
Bomber and Copter from... Ja, okay, der kommt da auch hin. Achso, die Mech-Einheit, wenn sie im Weg ist. Ja, ja, die war im Weg. Move your transport copter 5 east and drop the infantry east. And move your remaining fighter 5 east. Ja. Ja, was dann schon. Mit dem, ich darf nicht mal was mit dem Missile runterschießen, ist ja schade. Ja, kann sein, dass ihm damit ein... Okay, ein Lightning Strike hätte ich ihm so oder so getriggert. Ja, ja, aber keine Ahnung, was in seinen kleinen NPC hier dann so ausgelöst hat. Das heißt, wenn man sich halt anders verhalten würde, als gewollt. Na ja, gut. Der Lightning Strike. Yay. Day 4. Lass mich raten, begin capturing. Genau. Sonst noch irgendwas, was ich kaputt machen muss jetzt? Oder war begin capturing schon alles? Move your fighter south and southeast of your infantry. Fighter south and southeast of your infantry. South and Southeast, das ist dann hier. Yep. Sonst noch irgendwas? Nö. Ja. Dass sich die KI aber auch immer so leicht verarschen lässt. So, dann kommt jetzt noch die letzte Drake-Mission. S17-9. Wir brauchen wieder eine A-Mission.